Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Video auf Unboxing Sadox. Heute mal kein Unboxing, dafür den siebten Teil meiner Anime-Sammlungsvorstellung. Heute mit Haruhi Suzumiya, also die Melancholie der Haruhi Suzumiya. Ja, da haben wir erstmal die erste Box. Das ist die komplette erste Staffel. Ja, machen wir jetzt das Innenleben mit Nagato, Haruhi, Tsuruya und Mikuho Asahina. Ja, hier haben wir dann die DVDs. Ich drehe sie nochmal ein bisschen rum. So, jetzt muss ich auch mal komplett sieht, hole ich die mal raus. So. So sieht das Ganze aus. Dabei ist noch wie meistens Kasewerbung und ein Booklet zur Serie. Ja, das gucken wir uns nochmal kurz an. Das sind über die einzelnen Charaktere, über die Hauptcharaktere Informationen drin. Und auch über einige Nebencharaktere. Ja, das war schon die erste Box. Allerdings ist es eine Sammlungsvorstellung und die besteht nicht nur aus einer Box. Dazu habe ich mir nochmal von der ersten Staffel den Limited Edition Schuber gekauft, wo ja ein schönes Banner drin ist. Mal sehen, ob ich das überhaupt jetzt auf die Kamera bekomme. Ja, das ist ein schön großes Tuch, was man sich aufhängen könnte. Groß, ich wollte mal rüber schwenken, so dass man mal komplett sieht. So sieht es komplett aus. Und schon geht es weiter. Also, hier ist jetzt das erste Volume drin, aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen bzw. zu zeigen. So, als nächstes habe ich jetzt noch die Box der zweiten Staffel. Die ist ja hierzulande leider nur mit deutschen Untertiteln erschienen, weil gedacht wurde, dass aufgrund der Endless Eight Folgen, das heißt acht Folgen, die sich nahezu ähneln, nur in kleineren Abweichungen unterscheiden, wurde gedacht, dass es da Gewinnverluste gibt. Das heißt, dass. So, weiter geht's. Leider ist die Kamera aufgrund von Energiemangel wieder ausgefallen. Kein Problem, mache ich jetzt weiter. Wo war ich stehen geblieben? Über Endless Eight habe ich erzählt. Ja, die DVDs will ich glaube gerade zeigen. Hier haben wir die erste, die zweite, die dritte. Darauf ist die komplette zweite Staffel. Und dann ist hier noch eine Bonus-DVD mit die Melancholie der Haruhi Suzumiya Chan drauf. Und noch weitere Extras. Ja, das ist schon mal jetzt die zweite Box gewesen. Ja, zeigen wir noch mal die komplette Seite. Aha. Ja, da haben wir wieder die Charaktere. So, das war jetzt die zweite Box. Dann kommen wir zu dem Film. Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya. So rum. Das Ganze ist wiederum komplett in deutscher Sprache erschienen und rundet die beiden Staffeln nochmal hervorragend ab. Ja, das ist meine Seite. Ja, hier ist einmal der Film und auch wieder Bonusmaterial mit dabei. Ja, das war der Film. Der Film geht sogar relativ lange. Hier steht zwar was von 350 Minuten, aber das ist mit Bonus. Der Film an sich ging, glaube ich, 160 Minuten. So, aber das war es noch nicht. Denn ich habe mir noch die Haruhi Suzumiya Premium Box mal gegönnt. Ja, das Ganze ist A4 Größe. Das ist das gleiche Artwork wie auf dem Banner, was in der Limited Edition mit Volume 1 drin war. Ja, sieht eigentlich ganz schön aus. Für Fans der Serie ein absolutes Must-Have. Ja, gucken wir mal rein. Da sind zwei Aufkleber mit drin.
Und 7 A4 Bilder, nehmen wir es jetzt mal nicht für die Poster. Ja. Eigentlich alle sehr schöne Bilder. Also wenn ihr die Box ergaunern könnt, es lohnt sich auf alle Fälle. Das ist dürfte in keiner Sammlung fehlen. So, und dann sind ja jeweils nochmal die einzelnen Volumes mit dem Booklet, was wir uns schon mal angeguckt hatten, drin. Ja, das ist das, das dürfte das gleiche Booklet sein. Ja, das ist das gleiche Booklet wie in der ersten Box, die wir hier schon mal hatten. Ja, dann haben wir das zweite Volume. Da sieht die DVD so aus. Die ganzen Einzelvolumes kommen noch mit Wendecovern daher. Das heißt, wenn man diese großen FSK-Logos nicht haben möchte, kann man sich das gerne rumdrehen. Ja. Und hier schon das letzte Volume. Ja, das war der siebte Teil meiner Anime-Sammlungsvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten auch mit dabei. Und wenn ihr immer aktuell bleiben wollt, werde ich euch mal hier meinen Blog, nee, hier meinen Blog verlinken. Da bekommt ihr auch News über Anime, die lizenziert wurden, über neue Releases und so weiter und so fort. Da habe ich unter anderem auch schon einen Beitrag gemacht für den 1. August. Den könnt ihr euch ja mal angucken. Dann bis zum nächsten Mal.